Und willkommen bei einem neuen Part Pokémon Pearl. Heute fangen wir unser letztes Team-Pokémon. Aber bevor ich anfange, es zu fangen, werde ich zunächst noch zwei Pokémon mitnehmen, die wir brauchen, um es fangen zu können. Ah, verdammt, ich habe mich vertippt. Ja, wobei, das passt eigentlich. Ich kann sogar auf mitgehen bleiben, aber na, was soll's. Wenn ich schon dabei bin zu wechseln, wechsle ich auch gleichzeitig. So, wir brauchen zuerst unser Zerschneider-Pokémon Haspirohr. Ich werde ein Pokémon da lassen müssen, und zwar ich lasse mal Frau Löwe da. Und wir brauchen unser Macholo für Stärke. Kann es bereits Stärke oder muss ich ihm zunächst noch Stärke beibringen? Ja, ich muss ihm Stärke noch beibringen, okay. Dann sollte es nicht liegen. Du hältst ein Pokémon, you don't say. Okay. Jetzt werde ich meinem Macholo Stärke beibringen. Und dann machen wir uns auf zu dem Ort, wo wir unser Pokémon fangen können. Okay. Gut, wir werden zuerst nach Erzelingen fliegen. Denn in der Nähe von Erzelingen ist der Punkt, an dem wir unser Pokémon fangen werden. Ah, verdammt, warum fliege ich nach Herzhofen? Das war ja... Telefon. Aber ich gehe jetzt nicht dran, denn ich möchte noch aufnehmen. Ich gehe nicht ans Telefon, hör auf mich zu nerven. So, Erzelingen. Wer auch immer da anruft, hat jetzt Pech gehabt. Ich bin jetzt am Aufnehmen. So, wir gehen jetzt hier nach oben. Unter die Brücke. Wir waren ja schon bereits dort. Jedoch konnte ich es nicht fangen, da wir Stärke brauchten. So, Haspirohr. Oh Gott, nein, jetzt kommen wieder wilde Pokémon, die mich nerven. Bitte nicht. Hey, hier können wir surfen. Nein, können wir nicht. Das ist eine Brücke. Verdammte Axt. Nein! Dreckswildes Pokémon. Ich mach dich alle. Genau dich, da oben. Dich mache ich kalt. Schau mich nicht so an. Und? Ich verpiss mich. So. Okay. Na, verdammt. Welches Pokémon ist es jetzt? Kleinstein schon wieder. Du sollst dich verpissen, habe ich gesagt. Nerviges Kleinstein. So, Ponita. Ich heil hau ab. Es ist witzig, mit der Perspektive zu spielen. Naja. Ach, komm schon! Hey, Ponita! Gern gesehen. Aber mein Ponita ist ein bisschen stärker. Ach, komm schon! Das nervt sowas von extrem. Und Tschüssikowski. So, jetzt muss ich schauen, wo der Ort ist. Er ist unter der Brücke, das ist versteckt. Ah ja, perfekt. So, wir haben ja jetzt der Stärke und deswegen können wir hier auch jetzt den Felsen bewegen. Leider haben wir keinen Blitz dabei, aber das macht nichts. Hoffe ich zumindest. Ja, es macht sogar nichts, denn hier ist es sowieso hell. Na, musst du mich auch noch in der Höhle nerven? Dummes Kleinstein Level 16.
Tschüss. Ach, verdammt, jetzt muss ich da hoch. Ach, ich kann da nicht hoch, wenn da lauter Pokémon immer auftauchen. Ah, hallo Bronze. Du bist das perfekte Opfer für meinen Ponyta. Ponyta, greif ihn an. Mit Flammenwurf. Okay. Ich glaube nicht, dass es für den Level abreichen wird. Ja, ich hatte auch recht. Okay. Ach, verdammt. Goddammit. Hoffentlich taucht das Pokémon auf, was ich fangen möchte. Nein, es ist kein Zubat. Sorry, Zubat. Mach's gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist denn hier oben los? Heilige Scheiße. Ah, was haben wir denn da? Kaum Alert. Gut, wo ist mein Pokéball? Es hat nur Level 17, was ich sehr schade finde. Naja, aber egal. Wie viele Bälle haben wir denn noch? Wir haben genug Bälle. Na dann, Hyperball! War ja klar. Drachen-Pokémon sind sehr schwer zu fangen. Gut, ich muss ein schwächeres Pokémon einsetzen, damit ich es schwächen kann. Haspirohr. Süß, Sandwirbel. Okay. Pfund. Wir sind jetzt im 40. Part und wir setzen schwache Pokémon ein. Wir haben immer noch 11er Pokémon. Oh, das war mein Haspirohr. Kann es sein, dass wir hätten früher hier auch reingehen können? Denn die Pokémon sind nicht besonders stark. Lichtkanone, ich hoffe, es wird kein Kill. Ganz sanft, ja? Nicht so stark. Oh verdammt, da ist Step drauf. Das reicht wahrscheinlich zum Kill. Bitte nicht töten. Nein! Was hast du gemacht? Ich weiß, du bist der Kaiser von Frankreich, aber du musst deswegen keine kleinen Drachen töten, du. Okay, was taucht jetzt auf? Zubat. Und tschüss. Und was taucht dieses Mal auf? Bitte noch mit Kaumalat. Nein, nicht noch ein Zubat. Drecksfledermäuse. Und Tschüssikowski. Noch ein Zubat. Langsam fange ich gleich an, die Zubat zu zählen, die wir hier begegnen. Gott, das kann doch kein Zufall sein. Nur Zubats. Und Kleinsteins. Jetzt taucht dieses Mal ein Kleinstein bestimmt auf, oder? Nein, noch ein Zubat. Ach, da wirst du mich verarschen, du Drecksspiel. Drei Zubats hintereinander. Nach einem Kaumalat. Oh Gott, ich mag so die Spielchen nicht mit einem Rad, aber ich muss da jetzt durch. Verdammte Axt. Bronzel! Na komm, den Level-Up möchte ich jetzt noch haben. Ach, wir haben ihn schon, okay. Gut, dann vergiss es. Verdammt, ich glaube, ich muss da einmal... Jetzt hat dieses Pokémon mich abgebremst. Ah! Blöde Zubats. Ich hasse euch. Macht's gut. Na super. Vielen Dank, Zubat, dass du mich ausgebremst hast. Ich hasse dich. Muss ich jetzt nochmal von vorne starten, oder was? Wegen diesem scheiß Zubat
Ich hätte den Schutz mitnehmen sollen, ganz ehrlich. Und tschüss. Dreckszubat. Okay, nochmal. Das geht so auch, okay. Aber wie soll es auch anders sein? Kaum man hat, okay. Gut, dieses Mal nicht töten, ja. Ich benutze jetzt eine schwache Attacke. Rückkehr müsste nicht besonders stark sein. Und wieder habe ich mich blamiert. Verdammt, warum blamier ich mich jetzt so häufig? Rückkehr wird nicht so besonders stark sein. One-Hit-Kill. Top-Etter. Hä, da geht's nicht weiter? Hä? Hä, wie komme ich dann da rüber? Ich verstehe es nicht. Dreckszubats! Lasst mich in Ruhe! Kann man da keinen Filter reinbauen bei Pokémon, die auftauchen? So, dass da keine Pokémon auftauchen mit dem Namen Zubats? Mann, ich wünschte, es würden hier Kaumalads auftauchen. Mehr Kaumalads, die ich nicht besiege. Dreckszubats! Muss ich mich dazu äußern? Ich glaube nicht. Und tschüss! Hä, da geht's doch gar nicht weiter, oder? Da hier vielleicht? Nein. Hä, ich check's nicht. Ich check's nicht, ja, ich check's nicht. Hey, Herr Lehrer, ich check's nicht. Bronze. Warum sind die Pokémon hier in diesem Spiel allgemein so langweilig? Zubat, Carpador, Tentara, hin und ab und zu mal ein Wingull. Aber das ist auch schon das Highlight von allem. Dreckszubat! Ich hasse euch! Ich hasse euch alle! Ich laufe hier 10 Schritte und dann taucht wieder ein neues Zubat auf. Mit einer Garantie von 100%. Seht ihr? Schon wieder ein scheiß Zubat. Hätte echt einen Schutz mitnehmen sollen. Andererseits fange ich dadurch keine Kaumalads, wenn ich den Schutz benutze. Alter! Seht ihr das? Ich laufe nur 10 Schritte und es taucht immer wieder ein neues Pokémon auf. Na gut, dieses Mal ist es ein Kaumalad. Ist okay. So, jetzt, dieses Mal bleibst du drin. Ich habe jetzt keinen Bock, dich zu schwächen. Ganz einfach. So, bleib drin. Du wirst das mächtigste Drachen-Pokémon, was wir jemals hatten. Okay, jetzt wirst du nicht mehr das mächtigste, sondern nur das zweitmächtigste. Das mächtigste Drachen-Pokémon, was wir jemals hatten, war Alduin Jr. im Pokémon Team Rocket Let's Play. Mit Level 80 vielleicht? War es 80? Ich hab keine Ahnung. Alter! Weh, du tötest mein Ponita, dann töte ich dich. Ich werde es austauschen. Ich habe keinen Bock, dass mein Ponita stirbt. So, was haben wir denn da für Pokémon? Macholo! Mann, das ist gemein, dass Kaumalad Drachenwut kann. Und das mit Level 15. Bald hast du keine AP mehr. Kannst du nur Drachenwut oder greifst du auch mit was anderem an? Ist Drachenwut nicht ein bisschen Mainstream, Kaumalad? Seien wir mal ehrlich. Jeder Drache kann Drachenwut. Okay. Hyperball. Sandsturm, endlich mal was Neues. Komm
immer, kann ganz schön gute Attacken, wenn man bedenkt, dass es nur Level 15 hat. Ich habe im letzten Part ja gesagt, Sandsturm ist nicht besonders stark, aber für ein Level 15er Pokémon, das so schon Sandsturm kann, ist es schon ziemlich heftig. Mann, bleib doch endlich in dem Ball. Ich habe keine Nerven jetzt. Autsch, Sandsturm, juhu. Wie viele Hyperbälle haben wir denn noch? 3, okay. Dann ist das der dritte. Von 3. Mann! Das regt mich total auf, wenn ich einen Hyperball benutze und das Pokémon schlüpft sofort raus. Aus dem Ball. Dann ist es so, als hätte ich 600 Pokédollar weggeschmissen. Ja? Ich sag's dir, du bleibst jetzt drin, sonst erlebt ihr mal eine ganz andere Seite von mir. Eine dunkle Seite. Eine dunkle Seite mit Kapuze. Alter! Mann, seht ihr das? Das killt meinen Kampffalken. Ich muss jetzt eine Attacke einsetzen, die meinen Kampffalken heilt. Nämlich die Attacke Ruheort. Ich kann es auch nicht schwächen, denn alle meine Pokémon, die dieses Kaumelat schwächen können, sind zu stark oder tot. Jetzt bleib endlich in diesem Scheißball. So, der letzte Hyperball. Ich warne dich, bleib drin. Du? Willst du nicht drin bleiben? Bitte bleib in dem Ball. In dem nächsten Ball. Ich habe noch ein paar Superbälle da. Aber ich glaube, es ist nur einer. Schauen wir mal nach. Zwei. Okay, es sind zwei Superbälle. Du bleibst jetzt drin, ja? Ich warne dich. Weh, du schlüpfst raus. Ich hasse dich da oben. Na, warte. Irgendwann wird dieses Kaumelat müde und dann bleibt es in dem Ball. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht bin ich, bis das Pokémon drin bleibt, 80. Nee, wenn nicht sogar 90. Aber dann habe ich ein Kaumelat. Yay. Okay, was haben wir denn da noch? Probier's mal mit dem Premierball. Ansonsten haben wir jetzt nur noch Pokébälle übrig. Ja, das ist nicht der Rede wert. Das ist ja noch schlimmer als ein legendäres Pokémon fangen. So, jetzt habe ich nur noch Pokébälle übrig, 103 Stück. Und die werden mir jetzt alle verbraten. Jede Wette. Immerhin hat es einmal gewackelt. So, was mache ich denn nebenzu, wenn ich hier dieses Pokémon fange? Verdammt, wo ist meine PSP? Ich habe sie nicht da. Verdammt, wo ist die? Ah, da drüben liegt sie. Bei meinem Bett dran, super. Sowas zu kommentieren ist echt spannend. Ich meine, ich schmeiß jetzt nur noch Bälle, ne? Was soll ich da kommentieren? Und dieses Mal schmeißen wir einen weiteren Ball. Juhu, es ist so spannend. Wird dieses Kaumelat dieses Mal drin bleiben? Ich bezweifle es. Und ich hätte nicht gedacht, dass der Part zu lange werden wird. Ich dachte, ich fange mir schnell einen Kaumelat und dann mache ich Schluss. Aber anscheinend ist es viel schwieriger, als es aussieht. Oder als ich es mir vorgenommen habe. Gott verdammt. Und schon wieder habe ich Gott verdammt. Unglaublich.
sollte vielleicht aus dem Christentum austreten und zum Satanismus wechseln, weil ihr seht ja, wie oft ich Gott verdamme. Übrigens bin ich katholisch, ne? Falls ihr es wissen wollt, was für eine Religion ich angehöre. So, was gibt's denn für Themen, über die ich jetzt reden könnte? Reden wir mal über den... Es gibt ja so Bahnstreik, ne? Bahnstreik ist ja schon vorbei. Was gibt's denn da noch für Themen? Hooligans in Polen. Habe ich heute irgendwo gesehen. 1.24. Keine Ahnung, was Hooligans so in Polen machen. Ich meine, die Hooligans, die sieht man ja meistens in einem Fußballstadion. Wenn irgendwas bei denen nicht passt, ne? Dann sieht man manchmal so ein paar glatzköpfige Leute, die ein bisschen rumrandalieren, ja. Die ein paar Sachen zerschneiden, wie zum Beispiel ein paar Netze oder sowas, die die Zuschauer vor Bällen schützen, die aufs Publikum gehen oder sowas. Ja, das sieht man manchmal, diese Hooligans, die gerne solche Netze zerschneiden, aber nur wenn bei einem Spiel, das nicht besonders gut läuft für eine Mannschaft. Bei Serbien ist diese Mannschaft, bei Serbien sind zum Beispiel sehr viele, komischerweise, sehr viele Hooligans. Warum das so ist, kann ich nicht sagen. Anscheinend haben die Serbien was gegen Fußball. Da war ja neulich so ein Dingens, Serbien EM-Quali gegen Albanien war das, glaube ich, ne? Die haben ja irgend so einen Konflikt wegen Kosovo. Und da wurde das Spiel abgebrochen, weil eine Drohne der, welche Mannschaft war es, der Algerien war es, glaube ich, Algerien ist ganz woanders, Albanien war es, genau, nicht Algerien. Habe ich vorhin Algerien statt Albanien gesagt? Ich sollte mich schämen, sowas zu sagen. Und da haben sie halt eine Drohne abgeschmissen und, ja, nicht so eine Drohne, so eine fliegende Drohne mit einer albanischen Flagge. Und das hat die Serben in ihrem Stadion natürlich tierisch aufgeregt, ja. Denn die mögen ja die Albanen nicht so besonders. Weil die Albanen ja Kosovo beanspruchen teilweise. Und dann finde ich das wiederum scheiße, dass man den Sport für Propagandazwecke benutzt, ja. Also, falls ihr mal sowas vorhabt, zum Beispiel Türkei irgendwie, was Türkei gegen Deutschland, so türkische Revolution in Deutschland, würde ich mir echt wünschen, das wäre witzig. Dann übernehmen die Türken Deutschland, das wäre echt witzig. Mehr Dönerstände überall, statt McDonalds überall Dönerstände. Oh Mann, dieses Kaumann hat, das ist echt zäh. Aber an Bällen soll es nicht mangeln. Ich meine, ich habe genug Pokébälle dabei. Entweder bleibt es drin oder es wird sich selber mit Verzweifle killen. So, 94 Pokébälle haben wir noch vorrätig. Na, perfekt, jetzt ist es endlich drin. Hat ja auch einige Zeit gedauert. Einst lebt es in den Tropen, um der Kälte zu entgehen, lebt es in Höhlen, in der es Erdwärme gibt. So, jetzt brauche ich einen Spitznamen, ich habe keine Ahnung, wie ich es nennen soll. Das Pokémon, was später rauskommt, soll ja ein Hammerhai darstellen, ja? Der Hammerhai. Nein, ganz falsch. Irgendwas mit Hai. Irgend so ein Wortspiel mit Hai. Heil Hitler! Nein. Heisen. Irgendwas mit Hai. Also Hai trage ich schon mal ein. H-A-I. So. Hai. Hi! Hi! Hi!
Hi. Heisen. Ich nenne ihn Heisen, macht zwar keinen Sinn, aber was soll's. Ein Wortspiel mit heißen. Moment. Hi. Zen. Heißen. Da muss es mit einem scharfen S geschrieben werden und mit einem E. Das ist Rechtschreibung für Grundschüler. Nee, so nenne ich es nicht. Hi. Hi. Heidi. 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 Auch scheiße. Hi. Männlich. Geteilt durch. Wo ist geteilt durch? Gibt es hier geteilt durch? Geteilt durch. Smiley. Traurige Smiley. Melodie. Shiny-Symbol. Nein. Hi. Ich nenne ihn einfach Hi. Ende im Gelände. Wenn mir was Besseres einfällt, dann werde ich den Namen ändern. Gut, wir haben jetzt unser letztes Team-Pokémon. Es ist Hi. Hi. Los, Hi. Wenn wir es einsetzen im Kampf. Los, Hi. Ein weiteres Kack-Zubat. Töte nicht mein Ponyta. Wer mein Ponyta tötet, wird selber getötet. So, jetzt muss ich hier dieses Rätsel hier lösen, wie wir da hochkommen. Verdammt, ich hasse Rätsel. Mann, meine Nase läuft. Aber ich glaube, das wollt ihr gar nicht wissen. Verdammt. Ich hasse die kalten Jahreszeiten. Andererseits ist es natürlich cool wegen Weihnachten und so ein Zeug, aber man ist ständig krank und das finde ich nicht gut. Mann, ey, das nervt so tierisch. Ich kann mich gar nicht konzentrieren, wenn da immer ein neues Pokémon auftaucht. Ich bin hier gerade fett in der Konzentration. Was passiert? Wildes Zubat! Wildes Zubat! Lalala! Nommel! Ich bin jetzt total nachdenklich. Wildes Zubat! Wildes Zubat! Yeah! Ich liebe Zubats! Oh, was soll es sein? Natürlich ein weiteres Zubat! Ja! Komm, leck mich! Leck mich! Du störst meine Konzentration! Geh in ein Konzentrationslager! Sofort! So, okay. Ich muss da irgendwie hoch, ne? Da oben, da ist irgendwas. Hier, da, ihr seht da zwei Klippendinger da, da geht's hoch, ne? Aber das Problem ist, da stehen Steine im Weg. So, jetzt muss ich da irgendwie vorbei und ich schaue jetzt mal nach, ob es hier vorbeigeht. Hier geht's nicht vorbei, außer hier irgendwie, oder? Aber da komme ich nicht hoch. Ich komme da nicht hoch, seht ihr das? Ich komme hier auch nicht so vorbei. Ich könnte ja am Eingang nochmal schauen, ob da was ist. Da ist es ja dunkel, wir haben da nicht so sorgfältig geschaut, was da ist. Da könnte eventuell was sein. Mann! Nach unten komme ich nicht, denn dort. Ne, ich komme ja nicht runter. Alter, seht ihr das, wie das nervt? Ja, toll, jetzt ist es mir egal, dass ein Tau kaum mal ein ja, erscheint oder auftaucht, was auch immer. Gott, verdammt, das kann ich mich gar nicht mehr richtig artikulieren. Ach, Kacke, ich wollte nicht runterspringen. Ach, komm. Geh zurück zum Eingang. Ich glaube, ich kaufe mir dann auch noch ein paar Schutz. Ein. Genau, ich gehe jetzt zurück und kaufe ein paar Schütze ein.
Alter, das regt sowas von auf. Höhen-Pokémon regen auf. Genauso wie Surfer-Pokémon. Weil die jederzeit auftauchen können. Und das nervt. So. Ich schieb mal den Felsen hier nach rechts. So, dann hier den oberen nach rechts. Und jetzt den nach rechts. Ach, verdammt. Ach, das geht ja gar nicht. Okay, ich geh mal schnell zurück und hole Schutz. Viele Schutz. Also, bis gleich. Okay, hier wäre ich auch schon wieder. Ich habe Top-Schutz eingekauft. 10 Stück an der Zahl. Und jetzt sollten wir hoffentlich nicht mehr genervt werden. So, anders als vorhin gehe ich jetzt nach rechts. Ah, da ist gar nichts. Sowas. Aber wie kommen wir dann da hoch? Ich verstehe es nicht. Moment, halt. Fahrrad. Moment, Eilrad. Müssen wir da etwa mit unserem Rad ein bisschen rumtricksen, damit es funktioniert? So vielleicht? Nee. Ich muss da irgend so einen Trick mit dem Rad machen. Ich glaube, ich habe die Lösung. Wie funktioniert denn das mit der Gangschaltung? So, jetzt müsste es langsam sein. Oh ja, ist sehr langsam. Gut, aber ich brauche noch Speed, um da hochzukommen. Jetzt kann ich langsamer werden. So. Verdammt. So vielleicht? Ah ja, sehr schön, okay. Gut, das heißt, ich muss jetzt rüber. Ungefähr so. Und jetzt nochmal. Verdammt. Okay. Und jetzt muss ich einfach so rüber, ohne die Gangschaltung zu benutzen. Nein, so nicht. Das war die Gangschaltung. Habe ich jetzt wieder gewechselt? So jetzt. Ah ja, genau. So stelle ich es mir vor. Genau. So kommt man darüber. Gut, jetzt muss ich wieder volle Speed darüber. Dann über den Balken. Oh Mann, das ist ja wie ein Hindernisparcours. Dann hier. Verdammt, Schutz wirkt nicht mehr. Naja, macht nichts. Okay. Kacke. Nein! Jetzt bin ich da oben. Okay, und jetzt muss ich hier rüber. Und wo bin ich denn jetzt? Oh Gott, wo sind wir denn hier? Ich sollte vielleicht die Items einsacken, aber ich will noch schauen, was hier ist. Und was ist es? Item 26, Erdbeben. Okay, man findet hier Erdbeben. Geil! Die Attacke steht auch im Moveset drin. Für unser 6. Team-Pokémon. Für unser Kaumalat. Jetzt kann ich ja sagen, was für ein Pokémon das ist. Jetzt kann ich mit der Geheimnistuerei eigentlich aufhören. Gut, jetzt schnappe ich mir die Items und dann verlasse ich diese Höhle und dann werden wir dann werden wir unser Team-Pokémon ein bisschen stärken. Griffklaue, was ist das denn? Verlängert die Dauer von Klammergriff, Wickel etc. Ach ja, und im letzten Part habe ich vergessen, Steinrauch nachzuschauen, was das ist. Oder kann auch der vorletzte Part gewesen sein. Steinrauch verstärkt die Attacken von Typgestein. Okay. Da haben wir alle Items eingesackt? Ah, hier ist noch eins, okay. Das schnappe ich mir noch. Schutz wirkt nicht mehr, ist mir egal. Ich benutze einfach nochmal einen Schutz. Hey. Okay, jetzt können wir es einsacken. Ein Beleber, okay. Gut, dann
haben wir jetzt alles. Jetzt können wir die Höhle verlassen. Und unser Kaumala hat ein bisschen Skillen, sag ich mal. Und im nächsten Part werden wir es in der Eisenhöhle trainieren. Der nächste Part, der dauert ein bisschen länger, also von daher kann es ein bisschen dauern, bis es den nächsten Part dann geben wird. Wahrscheinlich erst am Freitag. Denn ich werde die Eiseninsel in einem Part machen. Also von daher nicht verwundert sein, wenn es den Part mal nicht geben sollte. Gut, bevor ich hier irgendwas mache, hole ich mein Moveset raus. Bis gleich. Okay, und hier bin ich wieder. Jetzt werde ich meinen Kaumalat mitnehmen. Pokémon bewegen. So, es ist hier in Box 1. Hi, hi. Hasbiora lassen wir da. Es kann sein, dass wir unser Machol in der Eisenhöhle noch brauchen werden, deswegen lasse ich es mal in meinem Team und nehme nicht mein Frau Löwe mit. So, was haben wir denn für TMs? Im Moveset steht Erdbeben drin bei Kaumalat. Okay. Erstmal muss ich noch schauen, ob es die Attacke von selber lernen kann, aber ich glaube, wir brauchen Erdbeben für kein anderes Team-Pokémon mehr. Okay, ich bringe ihn Erdbeben bei. So, ich verlerne Bodycheck. Oder nee, Sandwirbel. Sandwirbel ist deutlich schlechter. Als nächstes steht Schwertanz. Wir haben ja Schwertanz in der Spielhalle eingekauft. Schon mal als Vorbereitung für unser Kaumalat. Schwertanz ist TM. Keine Ahnung. Schwertanz. Schwertanz. Wo ist der Schwertanz? Da ist Schwertanz. TM 75, okay. Was? Du kannst kein Schwertanz? Naja, dafür kann dein Entwicklungsschwertanz bestimmt. Gut, was steht denn noch drin für eine Attacke? Die eine kannst du noch nicht erlernen. Drachenklaue. Haben wir Drachenklaue? Nein, aber ich glaube, die Attacke müsstest du auch von selber lernen. Gut, Frau Löwes Attacken stehen auch bereits. Bis auf eine. Unser Bronzong ist noch ein bisschen offen. Ich glaube, es muss noch die Attacke Traumfresser beherrschen. Dafür müssen wir Traumfresser erst finden. Das finden wir erst im Kühnheitsufer, also erst in der Mitte des Spiels. Unser Kampfhai gepasst. Und unser Galopper soll noch ein paar Attacken lernen. Ach ja, genau, wir waren dabei, es vielen dabei zu beizubringen. Dafür brauchen wir eine Herzschuppe. Hierfür müssen wir in den Untergrund. Soll ich schnell in den Untergrund gehen? Wisst ihr was? Ich gehe mal schnell in den Untergrund, auch wenn ich keine Ahnung habe, wie das funktioniert mit einem Untergrund. Aber wir brauchen diese Herzschuppe. Ich möchte meinem Pokémon gerne vielen dabei bringen. Und dafür brauchen wir die Herzschuppe. Nein, nicht nochmal ansprechen. Okay. Wo ist denn der Forschersack? Das Teil habe ich noch nie benutzt. Da. Was? Nicht benutzen? Oh, komm schon. Muss ich da aus dem Pokémon Center raus, oder? Gut, schauen wir mal schnell. Ja, ja, es geht bestimmt auch drahtlos. Hoffe ich zumindest. Ansonsten haben wir gar keine Möglichkeit, eine Herzschuppe zu ergattern. Das ist schade dann. Naja. Wenn es mal ein bisschen länger dauert, schnapp den Snickers, aber ich habe keinen Snickers. Verdammte Axt. Warum dauert das Speichern so lange? Endlich.
Guten Tag. Hey Kevin, bist du etwa das erste Mal hier? Ja, bin ich. Willkommen im Untergrund von Sinnoh. Wo das ist, fragst du? Ist doch klar, sieh mal auf dein Radar. Es handelt sich um ein riesiges Netzwerk aus Gängen unterhalb von Sinnoh. Wie? Was ich an so einem geräumigen Ort denn mache? Wie erkläre ich das am besten? Du kannst hier unten sozusagen alles tun, worauf du Lust hast. Nach Schätzen graben oder Sphären oder eine Geheimbasis errichten. Außerdem kannst du hier unten mit deinen Freunden spielen. Sprich doch mal in dem Untergrundmann. Mit dem Untergrundmann, nee, genau. Ich muss jetzt aber los, man sieht sich. Okay, wo finde ich jetzt eine Herdschuppe? Ich muss hier, kann ich mein Fahrrad benutzen? Was ist das? Fallen, Sphären, Deko, Schätze, keine Ahnung, hinauf. Achso, da kommen wir zurück, okay. Okay, sehr komisch, ich war da bis jetzt nur einmal und das ist schon länger her, wo ich letztens da war. Gut, laufen wir erstmal rum und schauen nach, was wir finden können. Da unten bei der Map wird mir gerade so was Orangenes angezeigt. Es kann sein, dass hier ein Schatz zu finden ist. Ich gehe mal dorthin. Jetzt geht's dann gleich nach rechts. Oh je, Mine. Oh Gott, das ist so riesig, dieser Komplex. Was tut man nicht alles für eine Herdschuppe? Ach, verdammt, Sackgasse. Gott, verdammte Axt. Ja, jetzt fange ich an, Äxte zu verdammen. Immerhin ist es nicht mehr Gott. Okay. Jetzt müsste es hier weitergehen. Warum kann ich nicht rennen? Oh, komm schon, B-Taste, B-Taste. B-Taste, hallo. Jetzt. Ich bleibe jetzt auf der B-Taste. So. Mann, ich habe da gar keine... Ich kenne mich hier nicht aus. Sagen wir es mal kurz. Ich kenne mich hier null aus. Was hast du zu sagen? Gib mir ein Item, das ist ein Überfall. Gib mir eine Herdschuppe. Ich habe keine Sphäre. Ich weiß nicht einmal, was das ist. Ist dieses orangene Teil eine Sphäre? Ach, was soll's. Aber ich komme da nicht hin. Irgendwie, ich habe keine Ahnung. Halt, Moment. Ich check die Map gar nicht. Ach, jetzt aber verstehe ich. Okay. Die weißen Striche sind die Gänge, nicht die schwarzen. Jetzt, okay. Okay, das dauert aber ewig, bis ich dort bin. Ne? Also macht's euch gemütlich, genießt das Entertainment, während ich hier herumirre, ja? Das ist ja ein großes Labyrinth. Da muss man sich erstmal auskennen hier. So, jetzt geht's dann gleich für over 9000 Jahre nach oben und währenddessen mache ich es mir bequem. Leider habe ich meine Schokolade schon gegessen. Aber ich habe mir neue ergattert. Hehehe. Oh Mann, ich finde es schade, dass man hier sein Fahrrad nicht nutzen kann. Weil dieses Herumgelaufen, das ist nervig. So, jetzt haben wir es dann gleich. Gleich sind wir am richtigen Ort. Jetzt geht es dann nach rechts. Und jetzt geht es es geht nach unten. So, jetzt geht es dann ganz nach unten, bis wir nach links können und dann müsste dort die Sphäre zu finden sein. Mann, habe ich das hier herumgelatscht, es macht null Spaß. Was hat sich Nintendo dabei gedacht? So, hier müsste der Ort jetzt sein, an dem wir das, was weiß ich, finden können. Aber hier ist nichts.
Moment, muss ich ein bisschen weiter nach links? Ah, ich glaube, ich muss hier rein. Kann es sein? Hallo, du sollst da reingehen. Jetzt. Da ist gar nichts. Betrug. Hä? Ich check's nicht. Da ist doch gar nichts. Aber die Map zeigt mir an, dass was ist. Ich bin verwirrt. Und gleich werde ich mich selber verletzen. Ich geh mal ganz bis nach links, was soll's. B-Taste! Hallo! B-Taste funktioniert nicht! Mensch, da ist gar nichts. Betrug. Mann, da findet man gar nichts. Das ist nervig. Hier ist echt nichts zu finden, unglaublich. Da ist gar nichts. Ich kann nicht mal mein Item mal da einsetzen oder nach irgendwelchen versteckten Items Ausschau halten. Hier ist nichts, auch wenn hier was angezeigt wird, dass da was ist. Hier ist nichts. Null, nada, nothing. Was soll da auch sein? Oder kann man das nur online benutzen? Das ist ja scheiße. Dann kriege ich ja gar keine Herzschuppe. Ich dachte, man kann das auch so benutzen. Anscheinend habe ich mich geirrt. Wisst ihr was? Scheiß auf diesen Ort. Ich werde diesen Ort jetzt verlassen. Scheiß auf die Herzschuppe. Ich werde meinen Ponita eine andere Attacke beibringen. Ganz einfach. Oder ich werde mir eine Herzschuppe hercheaten oder was weiß ich. Ich habe keinen Bock mehr drauf. Sowas ist nervig. Rumzulaufen durch tausende Gänge für over 1000 Jahre ohne eine funktionierende B-Taste. Nein, danke. Auch ein Let's Play hat seine Grenzen und das ist meine Grenze. Also, wir sehen uns im nächsten Part, wenn wir unser Kaumalat in der Eisenhöhle trainieren werden. Also, macht's gut, euer Janka. Servus. Boah, nie wieder diese Scheiß... Untergrund, scheiße da. Bäh.